Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Nadine und zusammen mit meinen 6, aktuell 7 Hunden, da ich eine wunderschöne Galgo-Dame namens Raya an einem schönen spanischen See gefunden habe, die reist jetzt erstmal mit uns und lebt unser Leben zusammen in diesem wunderschönen Wohnmobil, in dem wir seit 6 Jahren unterwegs sind. Und ich zeige euch auf jeden Fall die Realität in diesem Leben, in diesem Vanlife, das Real Vanlife, und zeige euch alle Abenteuer und das Positive und auch das Negative, nicht nur Instagram-Like, sondern auch alles, was uns hier passiert und überall, wo wir sind. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bleibst und ja, gerne dem Kanal folgst, und wir legen jetzt los. Let's go! Oh, guten Morgen, heute mal so. Haben jetzt gerade hier Pipi Kaka gemacht. Natürlich habe ich das da reingepackt. Kann ich euch noch mal zeigen. Ah, die schwarzen Tüten da. Ja, und gestern Abend. Oh, aus! Was auch immer die hier gemacht haben, Diego weg da. Gestern Abend standen hier so ein paar coole Autos. Cool, wollten cool sein. Aber hier der Müll, ne? Und die ganzen Zigarettenstummel, die bleiben hier, das bleibt alles hier liegen, ne? Haben hier gechillt. Lass den ganzen Rotz hier drumherum liegen. Da ist der Mülleimer hier. Hier haben die gesessen. Lass es einfach liegen. Rotzen hier hin, pissen hier hin. Ich weiß nicht, was da die Flecken sind. Und die ganzen Zigarettenstummel hier, ne? Unfassbar. Ja, das hat. Also früher war das schon so, wo ich noch jung war. Nelly, aus! Ja, irgendein Scheiß ist das hier. Nicht? Nein. Wird nichts gefressen. Aus. Guck mal, so schnell ist die. Aus. Ey, ich glaube das wohl. Ja, Realität hoch 10. Ne? Jetzt ist Feierabend, Straßenköter. Nelly, pfui. So, Moment. Oh, jetzt let's muss go. Die kleinen Straßenköter hier. Die und die. Die können das so schnell aufnehmen. Ich hasse es. Mann, ey. So. Emmy, komm. Let's go. Wir gehen jetzt mal erstmal eine Runde schön spazwandern hier. Jetzt mal von der Seite. Ich habe ausnahmsweise mal vernünftig geschlafen tatsächlich. Ich war echt, war auch erst, glaube ich, um 1 oder so wirklich in der Waagerechten, sodass ich dann auch mal die Klüsen zugemacht habe. Aber wenigstens habe ich mal durchgeschlafen. Ich denke mal, das lag auch am Standort, dass ich mich ein bisschen wohler gefühlt habe. Jo. Ansonsten gibt es noch nicht viel Neues. Ich habe gestern nicht geschafft, ein YouTube-Video zu drehen. Zu schneiden. Das versuche ich dann heute, weil es ist jetzt gerade nicht ganz so warm. Also es ist schon warm, es drückt eine Luft. Aber die Sonne ist hinter den Wolken so ein bisschen zwischendurch verdeckt. Es weht ein laues Lüftchen. Ja, jetzt gehen wir mal gucken. Gerade schon, also wir waren jetzt, also es war schon heikel, ne? War schon viel los heute Morgen jetzt, gerade die Fresserei. Oh, Entchen kackt nochmal. Jetzt gerade um die Ecke kamen wir, um die Ecke sitzt eine Katze auf dem Bürgersteig. Da war natürlich auch direkt wieder Halligalli. Mila hat Bauchweh. Alle 2 Tage Bauchweh, weil sie alle 2 Tage Scheiße frisst. Irgendein Scheiß frisst, weiß ich nicht. Scheiße frisst sie ja nicht, aber naja, egal. Ja, deswegen gucke ich mal, ob ich dann jetzt mal da Richtung Strand latsche. Und in die Richtung wahrscheinlich, weil die Ronja muss ja flitzen, ne? Solange wir das hier können, ist das alles entspannter. So, mal Kacke wegmachen, ne? So, jetzt vom Hundestrand. Einmal alle ein bisschen nass gemacht, bei ihr ja ein bisschen weniger, weil sie ja noch die Narbe hat. Die anderen sind alle schön nass, nichts mehr am Schwitzen. Ronja hat Spaß da ganz hinten. Ja, aber das Ähmchen gefällt mir nicht. Die Ämi gefällt mir einfach nicht. Die hat ja jetzt ihre Librela-Spritze bekommen. Injektion. Plus die Tabletten bekommt sie jetzt den ganzen Monat. Und normalerweise ist dieses Librela, das wirkt bei ihr meistens schon in 3 bis 5 Tagen. Und wann war ich da? Wann hat sie die bekommen? Letzte Woche Mittwoch. Wir haben jetzt Dienstag. Darauf die Woche. Es wird irgendwie nicht besser. Also die hinten, ihr könnt vielleicht sehen, hinten rechts, also auf meiner Seite jetzt hier, die tritt da nicht so richtig gerne auf die Pfote.
Die war auch mal gebrochen, also nicht die Pfote, sondern Zeh, genau an dieser Pfote. Da hat sie sich, ist sie selber mal zu dumm gelaufen. Das hat die aber schon mal gehabt vorne. Und das alles eigentlich auch normal verheilt, aber irgendwie tut es das Zeug nicht mehr. Dann weiß ich auch nicht mehr unbedingt weiter, was man da machen kann. Ne, Puppi? Aber wir gehen für sie schön langsam. Ne, Mausi? So, herrlich, die Segel da hinten im Hintergrund. Oder was das ist, die Hochhäuser. Aber wir stehen im Schatten, beziehungsweise liegen. Ja, die Ronja hat sich irgendwas getan an der Pfote da. Da an der Pfote hat sie sich was getan. Das wird auch meiner Meinung nach jetzt gerade wird's dick. Ich hoffe nicht, dass es gebrochen ist. Ich habe gefühlt, ich habe geguckt. Aber es ist nicht angenehm für sie. Sie will nicht laufen. Sie weiß auch nicht, wie sie sich hinlegen soll. Vielleicht wurde es auch gestochen, ich weiß es nicht. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall langsam nach Hause. Dann war das eben für heute. Es hat eh schon beschissen angefangen, von daher, ja. Oh je, ja, sie stirbt fast. Irgendwas hat sie, ja. Das werde ich jetzt zu Hause mal ganz genau gucken. Ich kann nichts sehen. Ich habe jetzt die ganze Zeit schon geguckt, aber... wenn man so viel tobt und hier durch die Walachei rennt und die Steine hoch und runter flitzt. Ja, let's go. Toller Tag. Lustig gerade, die Nelly lief hier über die Straße, wie jetzt gerade auch so. Ja, hier steht doch normalerweise unser Wohnmobil. Ne? Aber genau deswegen mit diesem Klack-Klack haben wir umgeparkt. Ja, hier standen wir sonst immer, ne? Jetzt nicht mehr. Müssen wir ein Stückchen noch laufen, Puppi. Ich weiß ganz genau, wo es stand. Nämlich da. Da stand das Wohnmobil. Genau, hier war die Eingangstür. Genau. Puppi. Nelly, komm her. Du bist ein Schatz, ne? Du bist ein Schatz. Warte. Leckerchen kriegt. Ja, du bist die Beste. So toll, die beste Nelly, die ich hab. Ja. Die beste Mila, die ich hab. Hier auch. Hat kein Bauchweh mehr. Ronja geht's auch wieder besser. Ronja hat auch nichts mehr. Komischerweise ein paar Schritte gelaufen und jetzt ja, will sie wieder flitzen. Naja, wir gehen jetzt erstmal zurück. So, Friends, ich wollte euch ja noch was erzählen, wenn ich das noch nicht erzählt habe. Ich weiß manchmal nicht mit Instagram und YouTube, wo ich was als erstes erzählt habe oder schon erzählt habe. Ich sehe gerade, das muss ich euch noch zeigen. Gegessen, gelaufen, Pipi Kaka gemacht, glücklich. Ja. Insgeheim geht es auch irgendwie um sie, beziehungsweise komplett meine Hunde an sich. Und zwar habe ich damals, wo ich noch den Maxi hatte, habe ich von vielen gehört, ja, mach doch Teaming oder diese ganzen, weiß ich nicht, Spenden-Dinger, wo man halt monatliche Beiträge, bei Teaming ist es 1 € im Monat, jederzeit auch kündbar und so weiter, ja, bekommen kann als Unterstützung, als Spende, damit man sowas da hat und weiter durchfüttern kann. Und jetzt, ja, habe ich das damals, wie gesagt, bei dem Maxi schon gemacht. Das war irgendwann 2023. Und da wurde immer gesagt, ja, in deinem Zielland ist keine Möglichkeit oder irgendwie so. Ist also überfüllt oder so, keine Ahnung. Also keine, nicht mehr möglich. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja doof, ne? Ich habe natürlich Deutschland angegeben, habe ich dann gedacht, ja, mach's auf Spanien, aber hat irgendwie nicht geklappt. Ja, und jetzt habe ich das nochmal gemacht. Jetzt zwecks auch den ganzen, wo ist sie? Den Rechnungen und also alles, was jetzt an Kastration, an grundsätzliche Medikamente für meine Hunde, für die Amy auch, gegen die Leishmaniose und die Arthrose und so weiter. Das ist ja auch eine Menge. Und ich bin nicht diejenige, die irgendwie um Geld bettelt oder irgendwie darum fragt. Aber ich wurde jetzt wieder öfter darauf angesprochen und angeschrieben auch. Und dann habe ich gesagt, ich versuch's dann nochmal. Und jetzt bin ich seit bestimmt einer Woche mit denen hin und her am Schreiben. Weil ich habe das so gemacht da, wie das so sein soll und so. Und jetzt ja, ist wie erstmal wieder in deinem Land nicht verfügbar, nicht möglich, musst du warten. Denke ich mir, ja, jeder x-beliebige Mensch, weiß ich nicht, Vanlifer, was auch immer, YouTuber, Influencer wahrscheinlich auch, macht da so eine Teaming-Gruppe auf und kriegt da irgendwie 1 € im Monat von den Leuten und so weiter.
oder mehr, ich weiß nicht, wie das da läuft. Dann und ich muss warten oder krieg da nichts, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn da los, ne? Und dann fing die an mit, ja, du bist du denn eine Organisation, so Non-Profit, also, ne, dass ich mir jetzt hier nicht Geld in die Tasche stecke für nichts. Und da musste ich das, habe ich das alles erklärt, habe dann auch mal die Rechnungen jetzt von Raya, das sind ja, ich glaube jetzt, das waren jetzt an die 400 Euro über mehr, glaube ich sogar. Ja, ne, die muss ich natürlich auch irgendwie muss ich das hier reinkriegen, beziehungsweise nehme ich so einen Hund ja gerne auf, aber wenn das natürlich auch mit Kosten so in der Form verbunden ist, gut, die Kastration, das ist jetzt einmalig und so weiter, der Chip ist einmalig, aber trotzdem Impfung und so weiter muss ja immer noch jedes Jahr oder jede 2 Jahre gemacht werden und dementsprechend, ja, ich bin jetzt immer noch in Verhandlungen mit dem, beziehungsweise haben sie, ne, noch nicht geantwortet darauf. Oder haben sie schon geantwortet? Wieder Warteliste. Ich glaube, ich bin wieder auf einer Warteliste. Also das ist irgendwie scheinbar nicht so praktisch oder irgendwie, weiß ich nicht, soll nicht sein, keine Ahnung. Ich habe ja immer noch PayPal. Darüber kann man mir gerne mal eine Spende schicken, wenn ihr möchtet. Also das, wie gesagt, ich bettel nicht und ich, ne, aber ich habe so viele Nachrichten bekomme ich fast schon täglich. Gerade weil jetzt hier wieder was Neues ist. Damals mit der Nelly war es ja genauso. Ja, das war auf jeden Fall jetzt das Wort zum Dienstag. Aber für mein Mäuschen mache ich auch. Mach für alle. Also ich lebe natürlich für meine Hunde. Bevor ich nichts mehr, bevor meine Hunde nichts mehr zu essen haben, faste ich. Ne? Ist gar kein Problem. Aber dementsprechend kommen ja auch immer viele Nachrichten. Ja, ach, behalt die Nelly doch. Ach, behalt die Raya doch. Die passen so gut in dein Rudel. Aber es sind 6 oder 7 Hunde, das ist natürlich eine Hausnummer und ich muss das natürlich finanziell auch selbst geregelt kriegen. Das habe ich bisher immer. Gut, jetzt mit der Raya, ne, das hat natürlich auch noch günstigerweise hier in Spanien machen lasse, weil in Deutschland kannst du es ja gar nicht mehr bezahlen. Da kriege ich ja auch viele Nachrichten, wie teuer das in Deutschland ist, zum Beispiel. Und falls ich sie vermittle und so weiter, muss ich das natürlich auch im Rahmen halten, weil ich kann ja jetzt hier keine 500 Euro für so einen Hund nehmen. Das geht ja auch nicht. Und mir ist ja wichtig, dass der Hund ein gutes Zuhause findet, kriegt. Wenn denn dann? Das hat sich ja noch nicht geklärt. Das wird dann in Deutschland passieren und da eben auch wieder. Ich bin jetzt natürlich mit diesen Kosten und dann noch mit den Kosten, die natürlich auf die Fahrt, der Sprit, die Maut, Essen, Trinken für die Hundis, für mich, noch dazu kommen nach Deutschland, das ist natürlich auch eine Menge. Dann noch die Reparaturen, die hier gemacht werden müssen. Ne, mit hier gucken, ob die Reifen noch gut sind. Denke schon. Ölwechsel, mal nach dem Getriebe und so weiter gucken. Getriebeöl wechseln vielleicht mal oder auffüllen und all den ganzen Rotz, der da an Sicherheit, die Bremsen müssen wahrscheinlich neu. Alles, das an was Sicherheit vom Wohnmobil, von unserem Zuhause ist, natürlich muss auch geregelt sein. Und das sind einfach Kosten, die kommen ja auch noch. Ne, die kommen noch. Und also so ein Häuschen hier ist auch nicht mal eben, ist auch nicht für immer umsonst. Ne? Der ist zwar abbezahlt, ist meiner, mein Zuhause, aber trotzdem hat man ja entsprechende Kosten alle paar Jahre, sage ich mal. Bei Johnny hält sich das ja, Gott sei Dank, Klopf auf Holz, hier überall Holz, hält sich das ja in Grenzen, der hält sich wirklich gut und locker, schlägt sich wacker. Solaranlage ist jetzt kaputt, ne? Wie immer, alle 2 Jahre und diesmal kann ich da, die Firma existiert wahrscheinlich gar nicht mehr, weil die waren damals schon, glaube ich, kurz vor Hobbs. Dementsprechend werde ich da auch niemanden mehr antreffen, gehe ich mal von aus. Dass ich das auf jeden Fall jetzt, ja, vielleicht findet sich der eine oder andere oder kann da irgendwas auch zu sagen, ob das mit dem Teaming läuft, weil ich bin da auch irgendwie nicht so ganz versiert bei, durch, mit, da, ja. Das wollte ich jetzt nur mal kurz erwähnen, weil ich halt so viele Nachrichten kriege und ich antworte natürlich jedem dazu, aber ich musste das jetzt einfach mal öffentlich sagen, dass das wohl nicht so einfach ist mit so einer Organisation. Was ist das? Keine Ahnung. Die sollen ja eigentlich helfen und so, aber wenn das so schwierig ist, dann ist der PayPal-Link auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung wie immer drin und wer uns unterstützen möchte, natürlich sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Sag mal Dankeschön. Ne, Schnuppi? Jo, du bist ein Schatz, ne? Jo. Sieht ganz toll aus, guck. Narbe sieht ganz toll aus, ja. Donnerstag müssen wir ja hin zum Tierarzt nochmal zum Nachgucken und Fäden ziehen, weiß ich nicht. Das sehe ich dann.
Und jetzt schneide ich mal ein paar Videos weiter, ne? Ja, ja. Sieh mal, die ganz viel Liebe muss. Oh, sieh mal, die ganz viel Liebe habe. Und die Lina auch. Ja, Mami muss arbeiten. Mami muss arbeiten. Mami muss arbeiten, Puppi. Ja. Mama. Und die Minimaus. Nelly muss ablenken. Mami nicht arbeiten tut, Mami ein bisschen spielen mit der Nelly. Ja, guck, der ist ganz kaputt schon. Der ist schon ganz kaputt, Puppi. Du bist so süß, so kaputt. Ja, das Hilfe, hier ist Slidey-Alarm, weil hier jemand sabbert beim Trinken. Was wollte ich sagen? Ich habe jetzt ein YouTube-Video geschnitten und es ist sehr, sehr warm. Aber gleichzeitig war ich jetzt noch mal kurz mit dem Pipi machen hier auf der Wiese. Und gleichzeitig habe ich, ich stehe ja jetzt ungefähr, ich glaube 200, 300 Kilometer weit weg von meiner lieben Freundin, wo ich ja zuletzt war. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann gerne in die Infobox gucken, da habe ich das verlinkt. Weil meine Freundin ja seit November 2013 kein Auto hat und sie wohnt wirklich ziemlich weit vom Schuss ab, vom Schuss. Und das Auto steht seit Monaten in der Werkstatt, weil es eigentlich nur TÜV haben sollte. Und dann wurde das festgestellt, Und die verarschen die des Todes. Ich kann es euch nicht erklären. Und als wir da waren, ich war ja die Woche da und leider nur eine Woche, weil es einfach zu heiß war. Und als wir da, ich habe gesagt, komm, dann gehen wir noch einkaufen, lalala, machen für dich alles ready, damit du wenigstens über die Runden kommst mit deinen Hunden. Die hat 5 Hunde, ne, die sie auch noch versorgen muss. Und sie ist schon so weniger Person geworden, ne? Also wirklich, sie hat abgenommen und weil sie einfach nicht mehr weiterkommt oder nicht mehr wegkommt von zu Hause. Dementsprechend habe ich ihr ein bisschen geholfen und bin dann mit meinem Wohnmobil davor gefahren, habe gesagt, ja, also jetzt, Leute, macht das Auto fertig, ne? Mit egal, ob welche Ratten da irgendwas angefressen haben, das ist überall in Spanien so und macht das Auto fertig. Injektoren, schlag mich tot, egal wie, aber seit November, das geht nicht. Ja, und dann sagten die an einem, wann war das? Donnerstag, genau. Am Donnerstag bin ich losgefahren. Also bin ich danach, dann halt habe ich sie nochmal zurückgebracht. Bin ich losgefahren und sagten ihr, nächste Woche. Nächste Woche war letzte Woche. Wir haben jetzt schon Dienstag. Darauf die Woche. Und es tut sich nichts. Und ich habe dann gesagt, was war das? Am Donnerstag oder Freitag letzte Woche habe ich gesagt, ja, dann gib mir mal die Nummer, dann rufe ich da mal an, dann melde ich mich mal da und mach mal ein bisschen. Ich komme aus dem Inkasso-Rechtsanwaltsgewerbe. Da kann man mal ganz anders angehen, ne? Und ja, dann haben die mich aber auch blockiert mit ihr. Also ich habe dann erstmal nur WhatsApp geschickt, dann habe ich auch angerufen, aber ich wurde einfach, es wurde einfach ignoriert. Es wurde einfach ignoriert von dieser Werkstatt. Und ja, dementsprechend habe ich jetzt seit gestern nochmal versucht, immer wieder da anzurufen. Und ich habe ja nun mal ein paar Nummern mehr, ne? Dann habe ich versucht und immer wieder. Ich wurde blockiert, ne? Hab ich irgendwas geschrieben, wurde ich blockiert. Jetzt habe ich wirklich, ich bin ein guter Stalker, ne? Also das kann ich gut. Das habe ich wirklich gelernt. Ich bin auch sehr froh über diese Inkasso-Erfahrung, dass ich Leute wirklich fertig machen kann, was das angeht. Auch die GEZ habe ich damals fertig gemacht. Unter anderem deswegen oder dadurch mit Hilfe. Ups. Und dementsprechend habe ich jetzt da, ich glaube, 50 Mal angerufen. Es ist mir scheißegal, ganz ehrlich, es ist mir scheißegal. Sowas geht gar nicht. Jemanden, der noch dafür bezahlt im Endeffekt und der so lieb ist und so lange wartet, so auszunutzen, so zu lügen, weil sie dann sagte, ja, heute Morgen kriegte ich nämlich noch eine Nachricht, wo ich ihr schreiben wollte, ja, die haben mich blockiert. Ich kann da jetzt vielleicht noch anrufen, aber keine Nachricht mehr schreiben. Hat sie mir geschrieben, ja, heute wird wahrscheinlich, die haben mir geschrieben, heute wird wahrscheinlich mein Auto fertig. Aber ein Satz mit X, das war wohl nichts, weil sie melden sich nicht mehr. Auch ihre Freunde melden sich nicht. Also wenn ich in der Ecke wohne, egal ob Spanier oder Holländer oder Deutsche oder wer auch immer, ich,
ich bin hier wirklich so weit weg und trotzdem, ich habe noch überlegt, ich fahre dahin, stelle mich mit meinem Wohnmobil vor deren Garage und ich fahre nicht weg, bis diese Karre fertig ist. Ganz ehrlich, ich kann das nicht. Für mich, also es ist so eine liebe Freundin von mir und sie wird von allen Ecken im Stich gelassen. Sie lebt da einfach in ihrem Haus. Also sie haust da nur noch. Das ist wirklich kein Leben mehr und das geht nicht. Ohne Auto bist du da aufgeschmissen. Und ja, dementsprechend habe ich da, glaube ich, jetzt 50 Mal angerufen. Hintereinander wirklich. Ich habe 50 Mal angerufen, bestimmt. Und irgendwann ging tatsächlich mal jemand ran, nachdem die mich auch weggedrückt haben und alles. Ne? Irgendwann ging mal jemand ran, ich glaube der Mechaniker, und hat mir gesagt, ja, ich habe auch Probleme. Ich so, es ist mir scheißegal, welche Probleme du hast. Du hast dieses Auto seit November 2023. Wir haben jetzt Juni, Mitte Juni 2024. Und die Karre ist nicht fertig. Das kann nicht sein. Und ja, ich habe natürlich mit Polizei, mit Anwalt alles gedroht, auch vorher schon. Und habe das dem nochmal an den Kopf geschmissen. Und er hat dann gesagt, ne, wir sind jetzt noch in der Schwebe, aber er hat gesagt, er fährt jetzt mit dem Auto Probe, guckt mal, dies, das. Hat mir eine andere Telefonnummer gegeben, weil er nicht weiß, welche meine Nummer ist. Ich sehe, ihr habt ja auch alle blockiert. Ne? Dementsprechend hoffe ich mal, dass diese Nummer jetzt die richtige ist, dass ich ihn gleich erreichen kann. Und wenn nicht, dann stalke ich die weiter mit der alten Nummer. Ja, bis das Auto endlich bei meiner Freundin ist und ich hoffe, dass sich irgendjemand erbarmt da drüben von ihren Freunden, der sie dann eben mal abholt, dahin fährt und dann ist Feierabend. Dann ist alles cool, alles easy. Aber echt, Leute, auf die Menschen ist echt kein Verlass. Egal ob Werkstatt, Versicherung, da bin ich eh kein Freund. Freundin, es ist immer sehr schwierig, weil da merkt man wirklich, dass die meisten nur an sich denken. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Das ist eine Freundin von mir und sie ist so, so lieb und so viel zu lieb eigentlich. Gerade in solchen Situationen. Ich gehe ja direkt ab wie ein HB-Männchen. Ne? Da muss ich echt aufpassen. Aber ich habe es, glaube ich, ganz gut geregelt, dass sie das jetzt endlich regeln. Weil ich weiß nicht. Also entweder haben die Dreck am Stecken, weil wenn man mit Polizei und Rechtsanwalt droht, dann, auch wenn es in Spanien wahrscheinlich scheißegal ist, wie auch immer das da läuft. Aber vielleicht haben wir Dreck am Stecken, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, jetzt reagieren sie, nachdem ich das hier so richtig durchziehe, den halben Tag jetzt, nachdem ich mein Video geschnitten habe, habe ich da angerufen. Und ja, genauso wenig, wie ich das kann, wenn man mit Tieren schlecht umgeht, kann ich das nicht haben, wenn man mit Menschen scheiße umgeht oder Menschen verarschen will oder... Die hat heute Morgen nämlich noch, also danach, jetzt heute Morgen hat sie die Nachricht bekommen, das Auto ist fertig, sie könnte das im Laufe des Tages abholen, kriegt aber keine Nachricht mehr. Und dann bekommt sie von irgendwie über Ecken eine Nachricht, dass das Auto, dass irgendjemand im Krankenhaus ist und sie gerade jetzt keine Zeit haben. Ey, ist mir scheißegal, ganz ehrlich, das Auto steht seit so langer Zeit da. Ja. Aber ich hoffe, ich kann das noch aufklären und ich werde euch vielleicht hoffentlich gleich noch ein positives Ergebnis bringen, dass das Auto heute oder morgen oder wann, diese Woche auf jeden Fall noch, wir haben Dienstag, dass das Auto noch abgeholt werden kann. Und so lange bleibe ich dran, ganz ehrlich, so lange bleibe ich dran. Ich helfe meinen Freunden und ja, ich bin auf jeden Fall auf, eben war ich auf 380, jetzt geht's wieder runter. Mal schauen, wie es gleich wird. Ich mache mir erstmal jetzt meinen Nagel neu und dann... Bis später vielleicht. Mal schauen, was noch geht. Währenddessen kuschel ich mit meiner Mama. Mama hat gerade lecker gekriegt. Mama hat gerade lecker gekriegt. Hm? Oh, wer liebt das? Diesen muffigen Geruch. Morgens, mittags, abends. Lecker muffigen Geruch hat. Oh, danke schön, Puppi. Die ist so süß, die kleine Minimaus. Die ist so klein und so süß. Ja, die Werkstatt hat gerade gesagt, dass das Auto fertig ist, ist frisch gewaschen. Aber der TÜV ist noch nicht gemacht, leider. Weswegen das Auto eigentlich in der Werkstatt ist. Da habe ich nochmal kurz auf die Glocke gehauen und hoffe, dass die sich jetzt bei meiner Freundin melden und dass sie wenigstens ihr Auto bekommt. Und dann, toi, toi, toi. Tja, die beiden vertreiben sich auf jeden Fall irgendwie so auch die Zeit. So, nachdem ich mich hier 50.000 Mal schon ab...
gesprüht habe. Es ist nicht viel Wind. Es ist immer noch sehr, sehr warm. Wir haben jetzt gerade mal, wir haben 20 nach 7 und es ist immer noch sehr warm. Ich habe es geschafft. Gott sei Dank, meine Freundin hat mich gerade angerufen. Wir haben es geschafft. Das Auto ist zurück und ja, ohne TÜV, aber egal. Der TÜV kann immer noch gemacht werden und die Rechnung wird auch, ist auch nur halbmäßig, also zur Hälfte bezahlt. Da schauen wir jetzt erstmal nochmal drüber. Ne? Wir lassen uns jetzt auch mal schön Zeit. Und ja, ich freue mich so sehr. Sie hat sich so sehr gefreut. Ich freue mich so sehr, dass wir das geschafft haben. Und ja, wir gehen jetzt gleich eine Runde Gassi. Weil die kleine Maus, die Nelly, ist immer noch nicht müde. Ne, immer noch nicht. Oder ja, schon wieder. Puppi. Na, was hat sie da? Ja, wir gehen jetzt eine Runde Gassi und dann ja, schauen wir mal, was der Abend noch bringt. Aber ich denke nicht mehr viel, weil ich bin jetzt auch sehr platt. Und ja, und da gehen die Nachrichten ein. Hundeauslauf zum Abend hin. Viel zu warm, viel zu warm, viel zu warm. Oh, ne Ladies, viel zu warm, ne Schnecken, jo. Ups, Bär, die kleinen Minimäuse. Aua, 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 mi. Mila ist ganz, ganz, ganz doll aufgeregt. Ist nichts passiert. Nee, nichts passiert. Ja, Gonali, wo sind die Bällchen? Wo sind die, hier, Tennisbälle? Tennisbälle? Wo sind die Bälle, Schatz? Hoppa. Ja. Schatten ist gut. Sonne ist warm. Aber die Hauptsache, dass die sich noch ein bisschen ausflitzen können und hier chillig, vanillig. Wir gehen jetzt gleich direkt schlafen. Ich bin müde vom Tag, von den ganzen Ereignissen, die heute waren. Von daher alles entspannt. Ich bin beim Wasser auftanken und ablassen. Siehe da, der Rohrreiniger hat es gebracht. Es läuft raus und ich denke, ja, dann ist ja alles blöd. Ich meine, ich kann zwar da in der Werkstatt, in Anführungszeichen, in der Halle das alles irgendwie machen lassen, aber mit Grube und so, dass der bloß nicht mehr aufgebockt wird und das Dach wieder abreißt, wie damals, vor 2 Jahren. Es bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend und wir werden auch hier demnächst abreisen müssen, leider. Aber gut, es geht weiter Richtung Deutschland und wenn du dabei bleiben möchtest, dann lasse dem Video gerne ein Like da, einen Kommentar und dem Kanal auf jeden Fall ein Abonnement, um nichts mehr zu verpassen und wir sehen uns auf jeden Fall dann bald wieder. Und hier möchte ich mich natürlich auch am Ende des Videos für die ganzen lieben Menschen bedanken, die auch zwischendurch eine Spende schicken. Das freut mich natürlich sehr, das unterstützt mich zusätzlich und zeigt mir, dass ihr auf jeden Fall ein Herz am rechten Fleck habt. Also, ich freue mich auf euch. Bis bald!